Oh, und damit ein herzerfrischendes Moin Moin und so weiter. Und willkommen zurück hier zu diesem Spiel. Und ich weiß nicht, wo ich hier bin. So, ich kann nur das hier aufnehmen. Das Foto ist von dem Tag, als wir uns kennenlernten. 2 Jahre später haben wir geheiratet. Unter welchen Umständen lernt man sich kennen, dass es dann so aussieht? Sekunde kurz, ich muss mal kurz was nachschauen. Stellung, ja. Okay, so muss, ja, so ist es besser. Hui. Ah, na, hallo. Dass man sich nicht fragt, wie das Foto da hinkommt, aber hey. Ah, guck mal, da hängen Menschen. Ist das für ein Ort? Galgenraten. Oh, das Strange Fruit, würde ich sagen. Oh. Rosie liebte es, auf dem Schoß von Andrea einzuschlafen. Wir waren so glücklich damals. Okay, offenbar hatte er nicht nur eine Frau, sondern auch ein Kind. Was ist mit dem Kind? Ist noch da? Ich würde sagen vom Mond. Wäre so meine erste Vermutung. Wenn es so von oben kommt. Oder ist der Heilige Geist? Oh, guck mal, eine Tür. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann, aber hey. Rocky, das war der Hase von Rosie. Ist ja ganz süß eigentlich. Oh. Es tut mir leid. Ah, jetzt kann ich hier durch. Hey, auf ins Licht. Oh, Vorsicht, das könnte ein Zug sein. Dieses weiße Licht hat es mich hierher gebracht. Okay, gut, ich laufe nicht dahin. Hey! Ich bin doch schon mal hier vorbeigekommen. Dortmund ist nur ein paar Meilen die Straße runter. Aber die stehen nur, ne? Die bewegen sich nicht auf mich. Ach, du Scheiße, Alter. Tür ist blockiert, ich muss einen anderen Weg finden. Natürlich musst du das. Nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Kann ich irgendwas. Nehmt das! Ihr Arschlöcher! Da! Geht einfach durch die durch. Oh, warte mal! Da ist ein Haus. Schopenhaus, ein Künterbü. Das Auto ist komplett mit Efeu bedeckt. Deswegen kommst du nicht an den Türgriff ran. Was ist da? Was ist das? Ist ja ekelhaft. Sag mal hier. Das. Wie eigenartig, das hier zu finden. Genau das, was ich brauche. Ja, Bezugpumpe. Oh, da war noch so ein Ding. Nee. Finde ich nicht gut. Das ist nicht so meine. Oh Gott. Kann ich das damit einspringen hier? Okay, nee, vergiss es. Ah. Also ich kann jetzt wohl scheinbar zwischen Geisterwelt und dieser Welt switchen Versuchen oder wir es. so? Zu verrostet. Die wird sich nicht rühren. Weil ich kann in der Zeit umher springen. Der Türgriff klemmt.
Willst du mich verarschen? Ah. Kann ich auch irgendwie Fernlicht anmachen? Oder ist das schon Fernlicht? Ja, die gucken nicht mich an, ne? Die stehen da einfach nur und ja, hey. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht hin. Das fühlt sich zu schwer an. Das fühlt sich zu schwer an. Nicht. Ne, darüber nicht. Okay. Dann, ich hab Idee. Ich gehe wieder in die Anderswelt. Braucht keiner. Ab auf die Straße damit. So, nochmal. Hey, es hat funktioniert. Hallo? Oh wow. Hehe. Jason muss hier. Weihnachtsbeleuchtung. Ah. So sieht's also aus. Na? Bob, ich habe den Schlüssel im Briefkasten versteckt. Muss ich schon wieder rundherum gehen oder was? Wo ist ein Briefkasten? Da hinten. Ah, hier, Briefkasten. Ja, nice. Du hast einen Schlüssel gefunden. Schön. Ihr bleibt alle, wo ihr seid, hört ihr? Will euch nicht näher Schlüssel verwendet. Hallo? Ist jemand hier? Missing. Wen haben wir hier? Adam McCoy und Tim Polley. Dachte schon. Oh. Perfekt. Feuerzeug. Das ist cool. Ah. Kann ich das ausmachen wieder? Ich will nicht mehr Zeug verschwenden als ich. Alter, Lucky Prime. Marlboro, jawohl. Kann ich mich hier nicht verbarrikadieren, bis die Nacht durch ist? Ich meine, genug zu essen wäre hier ja. Sei Dank, ey. Musik war ein bisschen laut. Möchte ich anmerken. Sie haben Angst. Nice. Kann ich jetzt da lang? Hallo? Bob, hi. Ich dachte schon, du wärst eine von denen. Wer bist du? Geht's dir gut? Möglicherweise ja, aber ich bin nicht einsam. Ich heiße Annika. Ich heiße Edward. Schön, dich kennenzulernen, Annika. Ist noch jemand mit dir hier? Du musst gehen. Mutter kommt. Was? Deine Mutter ist hier? Keine Zeit für Fragen. Du musst gehen. Okay. Warum? Ich kann dich nicht einfach hier zurücklassen. Geh, Edward. Wir sehen uns später. Ich glaube, das ist die, die gesagt hat, bleib im Licht, die angerufen hatte. Ach schon, spielt Jojo. Aber die hat auf jeden Fall auch die Augen von diesen Nachtwandlern. Ich nenne sie mal Nachtwandler. Das Ding ist. Oh Gott! Was zum Teufel ist hier los? Oh Gott! Ja, ins Licht! Übrigens der Soundeffekt, der auch bei Pazif bei. Ist ja jemand in diesem Diner. Wo ist das Feuerzeug? Verdammt! Vielleicht habe ich es fallen lassen. Toll. Das war der Soundeffekt aus Pacify, wenn das Mädel durchdreht. Ha, nehmt das! Test Umzugskartons. Nachtwandler. Nee, Nachtschatten. Ihr seid Nachtschattengewächse. Hört ihr? Nachtschattengewächse! Ihr seht hässlich aus.
Also langsam ist die Anspannung verflogen. Hi. Deiner? Hallo? Ist jemand hier? Verdammt, hier ist keiner. Wo sind alle? Das Verschwinden geht weiter. Angst herrscht in Dormont, seitdem ein weiterer Einwohner verschwand. Lloyd Eldridge, 62, zuletzt gesehen, als er das Postamt am späten Nachmittag verließ. Die Deputies des Sheriffs und zahlreiche Freiwillige suchen ergebnislos die umliegenden Wälder ab. Unbestätigte Quellen sprechen von einer Gruppe von Menschen mit glühenden Augen, die zur gleichen Zeit am Postamt gesehen sein sollen. Sheriff Matthews sagt, dass die Bevölkerung Ein sichelförmiger Mond fehlte. Alter, hier. All das Essen. Sie müssen es eilig gehabt haben. Boah, ich würde mich erstmal dran vergreifen, ne? Bartov Ragaz. Aha. Die Küche ist auch ein bisschen. Das Ding ist an. Azrael. Ist das nicht der Name von irgendeinem Dämon oder so? Ich möchte nicht, dass irgendjemand nachts alleine nach Hause geht, solange das Verschwinden nicht aufgeklärt ist. Verschließ die Türen, wenn du Feierabend im Diner machst und ruf mich an, wenn du nach Hause fahren willst. Carl. Kann ich jetzt anrufen und du holst mich ab? Jo, alles klar. Nee, ich gehe nach oben. Ich muss auf das Dach. Dort bekomme ich einen besseren Überblick auf die Umgebung. Da wird alles voll sein. Glaub mir mal, Kollege. Ach Gott, ey. Natürlich sind die auch hier. Bibliotheksraub. Ein nicht bekannter Nunber mit Gemälden und Kunstwerksgegenständen wurde gestern Abend aus der Bibliothek von Dormont entführt. Offizielle Quellen behaupten, dass die Einbrecher durch den Ausstieg durch die Notfallfluchttreppe Zugang erlangt haben. Sheriff Matthews weigerte sich zu antworten, wenn die Behörden Verdächtige haben. Pup, weg. Okay. Oh Gott! Fenster. Arschlöcher. Allesamt. Ich hasse euch. Da unten keiner ist, ne? Ich muss zur Bücherei gehen. Da muss doch jemand sein. Aber zuerst muss ich auf das Dach kommen. So. Ah, hier. Da. Licht. Licht, geh hinein. Ja, haha. Eure Kollegen haben da nicht mehr zu lachen. Bleibt draußen. Was habe ich hier jetzt von? Ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine Art Schlüssel oder so. Nice. Schlüssel aufgehoben. So, ciao, Leute. Lass mich raten. Eröffnet das hier. Verdammt, bin ich gut. Boom. Nice.
Das kann ich jetzt auch irgendwie verschieben? Nee. Ich kann nur an- und ausmachen. Ja, doch, so ein bisschen fühle ich mich beobachtet. Die sind überall, ne? Nee, da nicht. Da kann ich abhauen. Boah, zum Glück bewegen die sich nicht. Ey, das würde das Ganze noch schlimmer machen. Ohne Witz. Jemand muss doch in dieser Bücherei sein. Ich muss in dieses Gebäude. Mhm. Machen wir. Scheiße, was zum Teufel ist denn das? Wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Alter, das macht es nicht gerade angenehmer, ne? Toll. Auch das noch. Also da gab es so ein Guck-Symbol, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was mir das gebracht hat. Scheinbar kann er nur gucken und nicht hören. Das ist gut. Ah, hört nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding irgendwie runterkriegen soll. Die nie Idee! Wofür seid ihr nicht zu gebrauchen? Für gar nichts, Leute. Ich bin gerade total verwirrt. Was muss ich machen? Wo ist der? Da hinten. Okay. Aber gut, dass der uns hier nicht sehen kann. Ey, das wäre ja wirklich schlimm. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ey. Okay, ich bin ihm jetzt in die Arme gelaufen. Ah. Okay, ich hab nicht unendlich Stamina scheinbar. Wenn ich doch nur die Feuertreppe erreichen könnte. Zumindest wenn ich verfolgt werde. Oh Gott. Also, wo lang geht der?
Ich weiß halt nicht, was sein Move-Pattern ist. Das ist halt das Ding. Ey, diese Musik, ne? Jo, lauf gegen die Wand, Digga. Moment.